Hallo Leute und willkommen zurück zu Star Wars, Episode 1. Ja, ich weiß, es ist lange her, einige Wochen sogar, seit dem letzten Part. Ich habe es leider zeitlich nicht mehr geschafft, den Laptop von meinem Vater zu bekommen, mit dem ich dieses Spiel ja spiele. Habe ich ja schon einige Male erwähnt in diesem Let's Play, dass dieses Spiel nicht auf meinem PC gespielt wird, sondern auf einem uralten Laptop. Und deswegen war ich auch einfach nicht in der Lage, in letzter Zeit neue Parts aufzunehmen. Dafür entschuldige ich mich, aber es gab einfach keine andere Möglichkeit. Okay, also es hängt auch ein wenig. Ja. Ich hoffe mal, dass man in der Aufnahme nicht... Ich muss erstmal schauen, steuerungsmäßig muss ich auch erstmal wieder klarkommen. Wie gesagt, es ist Wochen her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Und die Steuerung in diesem Spiel ist alles andere als flüssig und einfach. Oh. Okay, ja, was macht man hier? Ich habe dieses Spiel schon einige Male gespielt, aber ich muss gestehen, an die Stelle erinnere ich mich gerade jetzt nicht mehr ganz so gut. Was man hier machen soll, ist eine sehr gute Frage. Fahren wir erstmal wieder hoch und schauen wir mal nach einem Geheimgang oder irgendwie sowas in der Art. Dö, nee. Vielleicht kann man da rüberspringen. Okay, alles klar. Oh, es funktioniert. Meine Güte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hing ja gerade in der Wand. Okay, ja, also hier unten habe ich damit jetzt nichts geöffnet. Okay, gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der Doppelsprung wieder hoch auch funktioniert hätte. Nur da oben war auf jeden Fall eine Tür. Es könnte sein, dass ich die... Ach, muss ich das jetzt wieder nach oben drücken? Es ist ja nervig. Könnte sein, dass ich die jetzt damit aktiviert habe und die Tür offen ist. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Ansonsten gab es ja nicht. Jawohl, ja. Ach so, ach, das muss ich rausziehen. Okay. Und dahinter scheint nichts mehr zu sein. Ne, anscheinend nicht. Aber diesen Block werden wir benutzen. Immer dieser geile wiederkehrende Sound, der ist so gut. Nur zur Sicherheit kann man nicht öffnen und kann man auch nicht öffnen. Okay. Gut, dann damit, haben wir dann das geklärt. Fahren wir erstmal wieder eine Etage tiefer und schauen mal, was wir mit dem Block hier erreichen können. Ich liebe dieses Spiel dafür, dass es einfach so geil und einfach und trotzdem irgendwie genial gemacht ist. Ich finde es einfach nur gut. Okay, ja, jetzt sind wir an der Stelle wieder gelandet. Star Wars ist auch ein gutes Spiel zum Kommentieren. Also man kann sehr viel zu Star Wars reden, eben weil in solchen Spielen eher weniger Action vorkommt. In diesen Stellen, meine ich, in diesem Spiel. Und man hier eher weniger schießt als rumprobiert. Und beim Rumprobieren kann man natürlich auch viel mehr reden sozusagen. Okay, wir hängen voll in der Box. Moin. Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage, was wir hier machen. Fahren wir es nochmal wieder hoch. Habe ich da noch irgendwas übersehen? Nicht mehr diese kleine Stufe. Nee, ich glaube aber nicht, dass wir da oben noch irgendwas machen müssen. Gehen wir erstmal wieder zurück. Aber hier, nee, hier ist auch nichts. Gehen wir erstmal wieder zurück. Aha, ich habe eine Idee. Komm mal mit. Ach, meine Güte, muss ich das Ding da wieder rumschieben oder was? Okay, moin, ich hab's rausgefunden. Entschuldigung an alle, die mich jetzt gerade mental angeschrien haben. Schieb das Ding da links vor, aber gut. Ach doch, ich erinnere mich.
Ich erinnere mich. Die Stelle war das. Jetzt müssen wir diese verschiedenen Laser so umleiten, dass wir dann einen Weg in der Mitte frei haben. Das ist natürlich nicht allzu einfach. Das könnte jetzt ruhig nochmal 2-3 Minuten dauern bei meiner Auffassungsgabe und Kombinationsgabe. Jetzt muss ich auch schauen, welcher Hebel welchen Laser betätigt. Okay, also da vorne können wir jetzt zum Beispiel nicht mehr durch. Gut. Der hier funktioniert gar nicht, okay. Okay, und dieser weiße Punkt zwischen den ganzen Grünen zeigt uns halt an, welcher Laser das ist. Der hilft uns natürlich nicht sonderlich viel. Okay, testen wir einfach den nochmal kurz aus. Ich glaube, das ist wie in jedem Spiel eigentlich nur eine ganz einfache Kombination. Und man muss nur dreimal klicken oder so und würde im Prinzip durchkommen. Nur eben, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, benutzt man die einfach und hängt dann insgesamt viel länger an diesem Rätsel. So. Okay, da vorne können wir jetzt auf jeden Fall schon mal durch. Der erste Weg ist schon mal richtig. Okay, das ist natürlich jetzt völliger Quatsch. Wir müssen den oben rechts noch wegkriegen. Der dreht sich aber auch nur da. Das heißt, der von davor kommt die Energie. So, moin Leute, willkommen zurück zu Star Wars. Wundert euch nicht, warum wir jetzt komischerweise an dieser Stelle hier stehen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ich das... Okay, Ultra-Lag. Okay, das hat den ganz einfachen Grund, dass ich das geschnitten habe, um euch ein wenig Zeit zu ersparen, weil ich hing da jetzt ungefähr noch 4 Minuten und ich werde das im Nachhinein dann alles zusammenschneiden. Leider verbrauchen wir jetzt auch wieder hier sehr viel unnötige, wichtige Zeit, weil es gerade wieder Ultras geleckt hat. Okay, natürlich, der fährt natürlich nicht alleine wieder hoch. Was denke ich mir denn eigentlich auch? So, komm schon. Ah, diese ganze Hebelbetätigungsaktion sind gar nichts für mich. Okay, so gesehen, den spiegelverkehrten gleichen Weg wieder hoch. Aha, und es wird geändert. Wir müssen uns beeilen. Das würde ich doch mal gleich sagen, sollten wir an dieser Stelle abspeichern. Das letzte Gefecht, Nummer 10. Ihr habt alten Spielstand überschreiben. Und weiter geht's. Okay, jetzt. Oh, jetzt wird wieder gekämpft. Oh nein! Voll daneben. Oh mein Gott. Scheiße, ich hätte doch gerade eben eigentlich die Kanone da vorne nehmen können. Hätte ich einfach so auf. Oh, noch eine Riesenkraft. Oh mein Gott, unsere Energie. Es ist nur eine Fleischwunde. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, die drehen ja total durch. Und nochmal von vorne. So. Jetzt konzentrieren, auf die Druidikas warten und zielen und schießen. Ich bin nicht verletzt. Gehen wir weiter, bevor es gestellt ist. Boom, der hat gefressen. Boom. Nein, Position, Waffen, Waffen. Die haben wir. Ach fuck, die Kanone steht jetzt wieder da. Das habe ich jetzt gerade im Eifer des Gefechts gar nicht erkannt. Stirb einen qualvollen Tod.
Oh Gott, ey, ist das schön, ein wenig Ruhe zu haben hier. Ja, wir befinden uns nur zur Information, als kleine Anmerkung, gerade in unserem eigenen Palast. Der Vizekönig ist meines Erachtens nicht mehr weit entfernt. Ich kann jetzt einfach mal Speedfire. Wusste ich doch. Ich habe es doch da drin gehört. Okay. Ja, wir haben es geschafft und sogar relativ viel Energie übrig. Also, ich werde hier Wache halten, während ihr euch umseht. Ja, Wache halten, das ist eine gute Sache. Ja, mit relativ viel Energie. Wundert mich eigentlich. Und ich ärgere mich gerade total, dass ich die Kanone nicht benutzt habe. Naja, egal. Speichern wir an der Stelle nochmal kurz. Spielstand speichern. Das letzte Gefecht, Nummer 11. So, nehmen wir mal wieder den eleganten Weg über die, wie nennt man das, über die Brüstung, die Fensterbank. Schauen wir mal kurz, ob da noch irgendwo ein Geheimgang ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt viel dieses Spiel verpasst habe. Also wenn, Leute dieses Spiel noch von früher kennen, dann, sagt mir oder schreibt mir doch bitte, was ich hier verpasst habe. Mich würde es echt wirklich interessieren. Was macht der denn für komische Moves hier? So seitwärts. Aha. Er kann aber gut ausweichen. Naja, ich erinnere mich nur an diesen einen Druiden in Mos Espa. Der in der Java-Höhle. Den habe ich da verpasst. Den habe ich leider irgendwie umgeschossen oder mit dem Laserschwert umgeknüppelt. Und der hätte dann irgendwas noch für mich geöffnet. Das weiß ich. Das wurde mir auch geschrieben und daran habe ich mich auch wieder erinnert. Aber das bringt ja jetzt im Nachhinein auch nichts. So, dich kann ich nicht mitnehmen. Anscheinend nicht. Wäre jetzt unnötig, wenn ich vom Vizekönig direkt sterbe. Der ist nämlich in diesem Raum da vorne. Schauen wir nochmal, was hier so ist. Oh, ein Medipack. Okay, das hätte ich jetzt fast vergessen. Den Bücherschrank kann ich auch nicht schieben oder auch nicht öffnen. Nein. Wir sind ja nicht bei Harry Potter. Speichern wir an der Stelle lieber nochmal ab. Speichern. Letzte Gefecht. 11. Speichern. Speichern. Ja. Spielstand überschreiben. Und weiter. So. Zeit zum Showdown. Machen wir ein paar Nacken mal über die Tür auf. Da könnten die mir nämlich ein bisschen behilflich sein. Ich hatte mich bereits gefragt, ob ihr jemals zurückkommen werdet. Was denkst du denn? Ich komme immer wieder zurück. Wie feiern wir nochmal ein bisschen? Kommst du jetzt nochmal mit oder nicht? Nö. Wenn du ihn überrennen und aber das funktioniert dann gar nicht. Okay. Okay, ist auch nur noch einer. Okay. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Habt ihr euch endlich dazu durchringen können, den Vertrag zu unterschreiben? Ihr werdet für eure Taten bezahlen, Schurke. Du wirst für deine Taten bezahlen, Schurke. Ihr seid mir in die Falle gegangen. Kampfdroiden, umstellt sie. Ach komm, die paar sollen mir... Du hast auch Vorstellung. Eliminiert sie! Oh, der Spruch ist so episch. Eliminiert sie! Eliminiert sie! Eliminiert sie! Eliminiert okay, das... Sie. Eliminiert sie! Episch nehme ich mal lieber wieder zurück, so oft wie der das sagt. Das ist schon fast wieder uncool. Ach so, okay, das konntest du vorher natürlich nicht. Ich ergebe mich. Ja, das solltest du auch lieber. Alles klar, und wir spielen weiter als Obi-Wan. Ja, wir sind ja schon echt relativ weit gekommen. Der Part geht auch schon, naja, relativ lang. Trotzdem möchte ich mit euch die Stelle nochmal wenigstens bis zum Tod von Qui-Gon spielen. Einfach, aha, was war das? Haben wir jetzt gerade das Menü geöffnet oder was? Egal, auf jeden Fall, ja, wollte ich euch den Part noch etwas länger zeigen und länger machen. Einfach aus dem Grund, weil es auch schon so Ewigkeiten mehr gab. Und die Leute, die sich so sehr auf Star Wars freuen, weil mir wurden wirklich viele Nachrichten geschrieben. So, ja, wann kommt Star Wars Episode 1 weiter und das Spiel ist so geil gewesen und alles. Es tut mir wirklich nochmal an der Stelle echt leid, dass dieser Part so lange auf sich haben warten lassen. Deswegen wird dieser Part jetzt extra lang und ich spiele nochmal ein bisschen weiter für euch. Okay, gut. Das war natürlich jetzt sinnlos, weil hier kommen wir her. Moin Jungs! Da müssen wir schon drüber.
Gott, okay, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es geklappt hätte. Ja, ja, speichern wir kurz nochmal an der Stelle ab. Da-dam, ba-bam. Und laden. So, und wir sind wieder an der Stelle angelangt. Wir müssen einfach warten, bis diese behinderte Plattform wieder kommt. Oh Mann, ohne Spaß. Ich erinnere mich auch wieder, wie ich das als Kind gehasst habe an der Stelle. Ja, es ist doch so. Ich meine, man macht doch schon einen Doppelsprung, oder habe ich den gerade nicht gemacht? Ja, darüber schaffen wir das nicht, oder? Wir schaffen das dann. Nee, es ist Quatsch. Es ist immer wieder eine Befreiung, wenn das endlich mal geklappt hat. Okay, jetzt müssen wir mal ungefähr schauen. Ich glaube, hier können wir, ja, hier können wir, glaube ich, souverän weiterlaufen. Damals ist einem das auch einfach nicht aufgefallen, wenn man jetzt mal auf den Hintergrund achtet, wie scheiße das eigentlich aussieht. Ich meine, schaut euch das an. Aber irgendwie war das in dem Moment, als ich das als Kind gesehen habe, das war richtig geil. Da habe ich so gedacht, oh, das sieht ja aus wie im Film. Und man muss sich das einfach mal so vor Augen führen, dass man das früher als wirklich komplett normal. Wir sind am Ende. Stirb, Jedi, stirb! Nein! Ich habe deinen Meister getötet. Und jetzt ist es auch für dich an der Zeit zu sterben, junger Jedi. Okay. Und das letzte Duell geht los. Hier gegen Darth Maul. Schauen wir uns alle seine komischen Dinge abklären. Das ist scheiße, das hat Energie gekostet. Das wird eng. Das wird eng. Oh Mann. Oh Mann, das werde ich. Oh mein Gott, das werde ich niemals schaffen. Wie zieht der denn ab? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Nein, verdammt. Nein, und ich war gerade gesprungen, das war's. Nein. So ein Scheiß, ey. Okay, okay, das. Das ist natürlich jetzt nicht allzu gut gelaufen, aber gut, wir sind auf jeden Fall zu der Stelle gekommen. Speichern wir nochmal ab. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Part. Und ja, bis dahin, haut wieder rein, empfehlt mich weiter, abonnieren, favorisieren, masturbieren. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein, Leute. Bis dahin. Euer Felix.